So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe hier für den JFD Desktop. Zunächst einmal der Risikohinweis und dann ein Hinweis eigener Sache. Ich werde jetzt noch die Woche durcharbeiten. Freitag, wenn es gut läuft, Freitagmittag, Freitagnachmittag dann Schluss machen und dann 4 Wochen in Urlaub gehen. Und sollte ich dann zurückkommen, im Stand der Dinge bislang, werde ich noch 1 Monat hier zur Verfügung stehen und dann vielleicht an jemand anders abgeben, oder eben ist es ja schon ein Nachfolger da. Dann kommen wir zu den Analysen. Fangen wir mit den US-Markt an. Habe ich am Freitag noch für den S&P 500 ein Short-Setup hier präsentiert, was natürlich nicht ausgeführt worden ist, also 5 Punkte vorher gedreht, also ist hier nichts passiert. Das große Bild hier im 4-Stunden-Chart, sag ich mal, das etwas größere Bild, Aufwärtsbewegung absolut intakt. Gibt es also nichts im Prinzip dran zu meckern. Doch mir ist es definitiv für September und August ist es jetzt kein Long-Zeitpunkt in meinen Augen. Wer hier auch die letzten Monate oder auch bald Jahre, nö, Jahre nicht. Ich mache es ja hier erst, ja, es wird 1 Jahr lang, 11 Monate. Der weiß, dass es eher antizyklisch war und die antizyklischen Long-Einstiege, richtig antizyklisch war es ja nicht, Ausbrüche wurden schon lange gehandelt, in den DAX-Aktien auch und im DAX selber. Doch nun jetzt sind die Märkte im Prinzip mir zu hoch gelaufen. Hier ist noch ein Setup, ein Forex-Setup von letzter Woche. Das lief hier sehr gut. Zwischenzeitlich waren dann doch ein paar negative Trades eben dabei. Und ja, zwischendrin waren 100% Trefferquote, aber das konnte ja nicht gehalten werden. Dürfte jedem Trader natürlich klar sein, auch wenn ich es versuche. Hier ist noch ein Tages-Setup oder Tageschart. Da ist ja wirklich auch hier unten an der Trendlinie wieder exakt, abgeprallt will ich nicht sagen, hat erreicht der Goldpreis und ist dann leicht nach oben wieder tendiert. Da gibt es im Moment auch nichts Großes zu sagen und hier im Silber knapp davor gedreht, bis hier das graue Setup aktiviert wird. Was hier wirklich erstaunlich ist, und da könnte sich jetzt hier noch ein weiteres Hoch empfehlen. Also, das war jetzt hier ein Setup bei Newmont Mining auf Schlusskursbasis. Jetzt könnte man dieses Teil hier nach unten setzen und wird jetzt hier unter 43 Euro neues Tief generiert, dann braucht man auch nicht theoretisch nicht auf Schlusskursbasis warten, sondern kann man direkt einen Short, einen sehr spekulativer Short natürlich starten. Allerdings, wie gesagt, sind die Aktien eigentlich, also die Goldminenaktien, relativ stark. Zum DAX habe ich hier mal noch was. Nicht wirklich was ganz Neues, es war ja letzte Woche, da ging ja der Plan voll auf, gab es auch keinen Zwischenplan mehr, sondern einfach nur die 2 Ziele. Dann gab es nichts mehr und hier ist jetzt ein wichtiges Widerstandsband unter 10.600. Darf das noch fallen mit dem Stunden-Close oder auch 30-Minuten-Close über diese Marke, wäre hier womöglich die Konsolidierung zu Ende und dann darf das hier nochmal nach oben gehen. Nach oben gibt es eben dann noch dieses Ziel von letzter Woche. Da gibt es für mich jetzt im Prinzip auch noch keine neue Widerstandszone. Deshalb, wenn man hier mit dem Bruch rechnen, kann man schon noch prozyklisch einsteigen, aber immer den Blick des S&P 500 im Hinterkopf haben. Da könnte sich schon mal demnächst was anderes anbieten. Hier ist jetzt aktuell plus minus 0. Das stand etwa hier. Die Analyseform hier
ist das wichtigste Widerstandsunterstützungsband eingezeichnet. Über dem darf Kupfer steigen. Allianz, ja, das ist jetzt hier leider ausgestoppt. Auf Schlusskursbasis ist hier dieses Widerstand, Unterstützungslevel unterschritten worden. Wenn man diese hier jetzt auch nimmt, obwohl das natürlich dann nicht mehr, das war hier nur so ein Island Gap, ein bullisches. Die untere, wenn man jetzt hier die unteren wäre, könnte sich hier eben, ich nehme mal hier einfach das, ist jetzt erstmal nur alternativ, könnte sich das hier jetzt so fortsetzen noch, also der DAX darf noch ein Tief machen, Gap Close hier bei 126,40 und dann, ja, ich lasse wirklich auch den Pfeil erstmal nur hier, weil hier könnte man die Verluste vielleicht wieder reinholen, auch wenn jetzt hier, was waren es jetzt hier, Verluste von rund, ich runde einfach mal auf, 3 Dollar, müsste man hier 5 Dollar womöglich vielleicht verdienen können, wenn man nochmal 2 Dollar riskiert, dann könnte das so aufgehen. Was auch spannend ist in der nächsten Woche, dürfte hier die Airbus sein, das ist jetzt hier der Wochenchart, wichtiges Unterstützungslevel erreicht, darf für mich temporär nach unten fallen, würde jetzt hier diese Linie treffen und so eine kleine Umkehrkerze produzieren, wäre das hier ein Einstiegssignal. Und das, wenn es definitiv hier Wochenschlusskurs unter 47 Euro geht, dann wäre das oder dürfte es hier rasanter oder kurz vor sich rasant nach unten gehen. Das wären jetzt eigentlich hauptsächlich die neuen Setups zum SDAX. Ja, könnte man nach Aktien wieder schauen bei 9.160 Punkten rund. Und beim MDAX, da würde ich gerne noch einen tieferen Rücklauf sehen. Allerdings kann natürlich der hier auch schon oberhalb dieser drei Kerzen natürlich zu Ende sein und von hier aus noch ein Hoch starten oder eine Aufwärtsbewegung. Das war's, danke fürs Zuhören und wünsche allen noch einen schönen Sonntag.